Ground and pound. Ground and pound. Ground and pound. Hallo und herzlich willkommen bei Ground and Pound Radio. Mein Name ist Alexander Petzl-Gligoria und wir haben heute einen Rekordhalter in der Sendung, nämlich den ersten deutschen Gewinner eines Bellator-Turniers, Daniel Weichel. Herzlich willkommen, Daniel, und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo, ich freue mich, bei euch zu sein. Ja, dann fangen wir doch gleich mal mit deinem jüngsten Erfolg an. Bei Bellator 119 am vergangenen Freitag konntest du Desmond Green in der zweiten Runde mit einem Rear Naked Choke zur Aufgabe bringen und dir damit den Turniersieg im Federgewicht sichern. Wie hast du den Kampf erlebt? Also der Kampf, ich muss ganz ehrlich sagen, die erste Runde kam mir ein bisschen schwerfällig vor. Ich wollte von Anfang an Druck machen und für mich selbst, ich habe es ein bisschen so empfunden, als hätte ich es nicht ganz durchbringen können. Ja. Aber dann, als die zweite Runde angefangen hat, war ich so 1000% im Kampfgeschehen drin und es hat auch alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und ja, die Rechte hat getroffen, damit habe ich ihn angenockt und ja, dann bin ich für den Finish gegangen. Dann habe ich weiter versucht, Druck zu machen und den Druck aufrechtzuerhalten und dann ja, habe ich die Lücke gesehen und bin für den Rear Naked gegangen. Also ist der Kampf auch genauso abgelaufen, wie du ihn dir vorgestellt hast? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns natürlich wieder mit dem ganzen Team darauf auf den Gegner Desmond Green eingestellt. Die Schwierigkeit bei Desmond war, dass er sehr unorthodox kämpft und sich sehr viel bewegt. Das galt es zu unterbinden, vor allem auch sein Ringerspiel einzuschränken. Und ich denke, das ist mir soweit ganz gut gelungen, bis auf den einen Takedown in der ersten Runde. Und ja, also bis so weit ist dann der Gameplan aufgegangen, auf jeden Fall. Warst du da auch ein bisschen überrascht, dass er vielleicht nicht permanent auf die Takedowns gegangen ist, was man bei einem Ringer wie ihm eigentlich auch so ein bisschen hätte erwarten können? Nee, es war schon ungefähr so, wie ich es mir vorgestellt hatte, dass sobald der Druck im Stand ein bisschen größer wird oder dass er, wenn er getroffen wird, dass er dann übergeht zum Ringen. Das war, damit haben wir schon gerechnet, ja. Hattest du da auch irgendwie anfangs noch Probleme mit der Reichweite? Weil er hat ja, glaube ich, 10 Zentimeter mehr an Armlänge mitgebracht in den Käfig. Eigentlich weniger. Also mein Problem war, dass ich noch nicht ganz locker war, so in der ersten Runde, dass ich noch so ein bisschen verkrampft war. Aber ja, das hat sich ja auch gegen Ende der ersten Runde dann gelegt und dann war ich voll da. Und da war auch die Reichweite eigentlich nicht so das Problem. Du hast ja bei Bellator jetzt innerhalb von 10 Wochen 3 Kämpfe bestritten in diesem 8-Mann-Turnier. Hat man da überhaupt zwischendrin viel Zeit, sich wirklich noch auf einen Kampf gut vorzubereiten, wenn man ja nach jedem Kampf erstmal sich ein bisschen erholen muss und dann auch rechtzeitig vom nächsten Kampf wieder Gewicht machen muss? Es ist natürlich jedes Mal eine große Herausforderung, gerade in so einer kurzen Zeit, sich auf den Gegner einzustellen. Aber glücklicherweise habe ich ein super Team hinter mir, ja, das sich immer vor jedem Kampf mit mir zusammensetzt und den Gegner analysiert. Und da sind wirklich 3-4 Trainer am Werk, die Höchstarbeit leisten und den Gegner komplett durchanalysieren und sich dann mit mir zusammen auf den Gegner einstellen. Somit, die 4 Wochen sind zwar kurz gewesen, aber ich habe doch jedes Mal ein sehr, sehr gutes Gefühl gehabt mit dem Gameplan und wie ich in den Kampf reingegangen bin, war eigentlich jedes Mal optimal. Wie schwer war der Wechsel der Gewichtsklasse? Du bist ja früher eigentlich immer als Leichtgewicht angetreten. Genau, ich bin als Leichtgewicht angetreten. Das hat sich dann, ja, ich habe mich ungefähr ein halbes Jahr lang umgestellt mit der Ernährung und bin auf ein Grundgewicht von so 75 Kilo runtergegangen. Ja, der Gewichtscut ist jedes Mal anstrengend. Da kann man machen im Prinzip, was man will. Ja, das ist jedes Mal am Ende ein bisschen eine Qual. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die 3 Gewichtscuts waren eigentlich teilweise sogar leichter als manchmal ins Leichtgewicht. Ich denke, das war einfach
hat daran gelegen, dass, ja, wie gesagt, auch das ganze Team mir dabei geholfen hat, Gewicht zu machen. Und ich habe sehr, sehr viele Tipps von meinem Team bekommen, was wir noch beim Gewichtscut verbessern können. Und somit haben wir im Prinzip alles zusammengetragen, was dabei hilft, auf die 66 Kilo zu kommen. Und im Endeffekt hat es sehr, sehr gut geklappt. Gab es eigentlich da irgendwie einen bestimmten Grund, warum du den Gewichtsklassenwechsel auch gemacht hast? Also du warst ja nicht gerade erfolglos im Leichtgewicht vorher. Ich muss sagen, dass ich mit weniger Gewicht einfach mich besser fühle. Ich fühle eine bessere Kondition, meine Kraft ist die gleiche geblieben. Von daher habe ich eigentlich nur Vorteile im Federgewicht gehabt. Ja, das hat man ja auf jeden Fall gesehen. Du bist ja eigentlich durch dieses Turnier gepflügt, fast wie so ein heißes Messer durch die Butter, muss man dazu sagen. Was bedeutet dir jetzt dieser Sieg in diesem Turnier? Also die drei Siege bedeuten mir extrem viel. Es hat viel Druck auf meinen Schultern gelastet, gerade weil ich auch ein Jahr lang nicht gekämpft hatte. Und ich eben auch meinem Team und meinen Fans beweisen wollte, dass ich mich verbessert habe in allen Bereichen. Von daher war das sehr, sehr wichtig, dieses Turnier. Und ich möchte damit auch ein bisschen was an mein Team zurückgeben, das so viel Energie und Zeit in mich gesteckt hat, dass ich mich eben verbessern kann. Und von daher war es auf jeden Fall, waren es mit die drei wichtigsten Kämpfe in meiner ganzen Karriere. Wie ist da oder wie war das Verhältnis zu Bellator in dieser Zeit? Also wie haben die sich da um dich gekümmert? Weil ihr habt ja jetzt das Finale in Kanada bestritten und bei dieser Veranstaltungsreihe gibt es ja auch immer mal so ein bisschen, ja, manchmal auch so ein bisschen negative Gerüchte drumherum, aber wie wird man da so als Kämpfer wertgeschätzt oder auch behandelt? Also über Bellator kann ich und das gesamte Bellator-Team kann ich nur loben. Also wir wurden, egal wo ich gekämpft habe, wurden wir bestens behandelt. Es wurde alles dafür getan, dass wir bestens versorgt waren, dass wir einen guten Gewichtscut machen konnten. Also da war von A bis Z wurde für alles gesorgt und es wurde sich um einen gekümmert, wo es nur ging. Also ich kann mir nicht vorstellen, wo man hätte jetzt anstelle von Bellator noch was besser machen können, was die Organisation und die Betreuung der Kämpfer angeht. Also da sind wir wirklich zu 100% zufrieden und ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Wie war das auch für dich, zum ersten Mal jetzt in den USA zu kämpfen oder dann auch in Kanada? Ich habe ja vorher schon in den USA gekämpft, einmal in Kalifornien, einmal in Texas. Von daher ja, habe ich die Erfahrung schon gemacht. Allerdings war der Vergleich, jetzt bei Bellator zu kämpfen, einfach, ja, die Veranstaltung an sich war einfach der Wahnsinn. Die Stadien waren super, ja, ein enorm angenehmes Publikum. Und es war einfach in der Kulisse auch, bei Spike TV zu kämpfen, war einfach klasse. Vor allem auch jetzt der letzte Kampf, dass das Main Event war, ja, es hat dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt, sozusagen. Der Hauptkampf der Veranstaltung hätte ja ein anderer sein können, der ja aufgrund einer Verletzung dann ausgefallen ist. Da mussten die ja auch ihre ganzen Promo-Videos ja noch umschneiden und dich ja dann auch noch damit reinbringen. Oder war das alles schon vorher irgendwie geplant, also diese Promo-Trailer, sag ich mal, für das Federgewichtsturnier? Also habt ihr die schon vorher aufgenommen oder wurde das dann alles erst kurzfristig gemacht, als du dann in Kanada warst? Es gibt dann, wenn wir dort ankommen, gibt es immer eins, zwei Medientage, wo eben die ganzen Sachen kurz abgedreht werden und zusammengeschnitten werden. Also auch da muss ich sagen, gibt sich Bellator sehr viel Mühe, das Ganze relativ kurz und knapp zu halten und uns da so schnell wie es geht durchzuschleusen. Gerade weil es ja auch die Woche des Gewichtscut ist und die Kämpfer alle auf dem Zahnfleisch gehen, ja, wenig essen, wenig trinken. Von daher ja, sind da einfach eins, zwei Medientage, an denen das Ganze gedreht wird. Hast du dann von Kanada an sich auch noch so irgendwie was mitbekommen drumherum? Also direkt vorm Kampf eher weniger, aber dadurch, dass wir unseren Anschlussflug in Montreal verpasst haben, hatten wir einen relativ schönen Nachmittag in Montreal mit dem Team. Hört sich gut an.
Wenn wir jetzt auf dieses Turnier noch zu sprechen kommen, du hast ja mit dem Sieg nicht nur die Prämie von 100.000 Dollar gesichert, sondern damit auch einen Titelkampf verdient. Jetzt ist die Titelsituation bei Bellator ein bisschen verwachsen, sage ich jetzt mal. Also am 6. Juni steigen Pat Curran und Patricio Freire in den Käfig. Du hast jetzt das Turnier der 10. Staffel gewonnen, aber es gibt ja noch den Magomed Rasul, Fodor Khasbulaev, der die 7. Saison gewonnen hat und dem ja auch ein Titelkampf zugesichert wurde. Und dann gibt es ja auch noch Daniel Strauss, der auch im Dunstkreis des Titels immer so ein bisschen rumschwimmt. Wann Genau. rechnest du denn jetzt damit, diesen Titelkampf einlösen zu können? Hat man da schon mit dir gesprochen? Ja, das kam auch direkt bei der Pressekonferenz zur Sprache, wie du schon gesagt hast, dass jetzt erstmal Pitbull und Pat Curran kämpfen. Danach ist ja auch Daniel Strauss direkt der Kampf gegen den Sieger der beiden zugesichert. Und ja, Frodo bei Hasbulayev steht eben noch aus, ob er sein Visum bekommt. Bellator hat schon zugesichert, dass sie dafür sorgen werden, falls es zu lange dauert, dass ich zwischendurch noch einen Kampf machen kann und dann eben darauf folgend den Titelkampf antreten kann. Und ich bin auch, habe auch vollstes Vertrauen in Bjorn Rapney und die ganze Organisation, dass, ja, dass ich da nicht zu kurz komme. Ja, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, eben wenn jetzt dieser Kampf so eng ist. Also du würdest dann auch noch einen anderen Kampf zwischendrin machen und obwohl die Möglichkeit ja besteht, dass du dann eben natürlich verlieren könntest unter Umständen. Ja, das die Möglichkeit besteht ja immer dann, ja. Aber ja, wie ich auch vorher schon in Interviews gesagt habe, dass das Turnier war jetzt der Anfang. Ich bin jetzt genau dort angekommen, wo ich sein will. Ich kämpfe mit den Besten der Welt mit und ja, das ist die Hauptsache und mein ultimatives Ziel ist es, diesen Gürtel zu holen und dafür werde ich alles machen. Was glaubst du, wer dann Champion ist, wenn du den Titelkampf bekommst? Das kann ich nicht sagen, da kann ich auch keine Prognose abgeben. Es sind alle drei sind beziehungsweise alle vier sind extrem starke Kämpfer und haben auch schon gezeigt, dass sie wirklich Weltklasse sind. Von daher kann ich da keine Prognose abgeben. Ich werde auf jeden Fall alle Kämpfe, die jetzt anstehen und die kommen, ich meine, Pitbull kämpft am 6. Juni gegen Curran und das werde ich alles sehr, sehr genau betrachten und werde auch schon anfangen, die Analysen zu machen für die einzelnen Gegner. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Herausforderung, gegen einen der drei oder vier anzutreten. Da freuen wir uns, glaube ich, alle darauf, dich da in diesem Kampf zu sehen, egal wer es da noch ist. Also für mich wird das dann auf jeden Fall auch ein Pflichtprogramm. Ja. Du hast ja vorhin schon dein Team angesprochen, das MMA Spirit aus Frankfurt. Bei euch ist es ja so, ihr sammelt ja momentan Titel wie andere Leute, Panini-Sammelbildchen so ungefähr. Also ich glaube, Stefan Pütz, der hat schon einen ganzen Schrank voller Gürtel. Mit Max Koga und Vlado Sikic habt ihr auch noch zwei Respect-Champions dabei. Sami Almansouri ist ebenfalls erst um einen Titel angetreten bei Respect. Ja. Was ist denn das Erfolgsrezept bei euch da in Frankfurt? Also liegt's am Wasser oder was macht ihr da besonders? Ich denke, das sind mehrere Faktoren, die bei uns im MMA Spirit eine Rolle spielen. Zum einen hat unser Team einen extrem starken Zusammenhalt, ja. Wir sind sehr zusammengewachsen. Wir machen, trainieren zusammen, wir leiden zusammen bei den Weight Cuts, wir sind bei den Kämpfen immer zusammen mit dabei als Team. Zum anderen haben wir natürlich eine extrem gute Trainingsmöglichkeit in Frankfurt, dadurch, dass wir bestens ausgerüstet sind mit Käfig, mit einem Boxring, mit einem Fitnessstudio mit dabei, Sauna, Physiotherapeut ist auch dabei und natürlich nicht zuletzt der komplette Trainerstamm, den wir im MMA Spirit haben, angefangen mit Mohamed Wali, dem ehemaligen Striking Coach des American Top Teams, Sabah Bolagi, der Ringertrainer. Und jetzt Din Thomas, der auch früher beim ATT-Trainer gewesen ist und auch immer noch die ATT-Kämpfer mitbetreut. Das ist einfach das Gesamtkonzept und natürlich auch nicht zu vergessen Nils Schlegel, der das Ganze organisiert und managt und den Gesamtüberblick eben hat. Ja. Das sind eben so viele Faktoren, die da zusammenspielen und die koordiniert werden, die eben, ja, denke ich mal, den Erfolg dann am Ende ausmachen.
Du hast es ja gerade selber erwähnt, Saba Bolagi ist ein Neuzugang bei euch im Camp, Dean Thomas, und jetzt vor kurzem habt ihr auch euch noch, glaube ich, Ivan Buchinger dazu geholt. Genau, ja. Wie können die alle dich noch besser machen? Ja, ist eigentlich ganz leicht. Die quälen mich einfach ohne Ende. Ja, also die Trainer. Also es ist ja immer so, wenn jeder, der von uns eine Trainingsvorbereitung hat, bekommt einen Trainingsplan zusammengestellt und einen Sparringsplan. Und je nachdem, wer gerade an der Reihe ist, wird eben von allen anderen bestmöglichst gepusht und gefördert. Ja. Wie jetzt auch in meiner Vorbereitung, zum Beispiel dadurch, dass ich gegen einen Southpaw gekämpft habe, ja, hat Max und meine Trainingspartner haben immer die Auslage gewechselt für mich, dass ich mich eben optimal auf der Screen vorbereiten konnte. Und genau so wird das für jeden anderen Wettkämpfer auch gemacht. Es werden die Gegner analysiert und dementsprechend hilft eben das komplette Team dem jeweiligen Kämpfer dabei aus. Wie kam eigentlich da diese Connection zu Dean Thomas zustande? Weil also er ist ja Amerikaner, und da ist es ja dann doch eher selten, dass sie extra dann nach Deutschland kommen, um Kämpfer zu trainieren. Der Kontakt mit dem Thomas besteht schon mehrere Jahre. Wir haben uns damals in St. Petersburg kennengelernt, als ich gegen Juri Iplew gekämpft habe. Und seitdem sind wir in ständigem Kontakt gewesen. Und ja, wir haben ihm ja immer schon mal angeboten gehabt, dass er uns mal besuchen kommen soll. Und der Nils war, wie gesagt, in ständigem Kontakt mit ihm. Und ja, früher oder später ließ sich nicht vermeiden, dass er denn nach Deutschland kommt. Genauso Saba Bolagi, der ja auch ein hochdekorierter Ringer ist in Deutschland, also jetzt auch seinen Wechsel ja zum MMA gemacht hat. Das ging ja auch, ich glaube, die Frankfurter Allgemeine hatte was über ihn sogar geschrieben und das in Frage gestellt. Wie hat er sich jetzt bei euch ins Team integrieren können? Na gut, der Saba ist ja schon sehr, sehr lange in unserem Team und trainiert auch im Pro-Team schon eigentlich seit dem Beginn mit und hat jetzt nur vor kurzem eben die Entscheidung getroffen, dass er eben auch MMA professionell kämpfen möchte. Ja. Aber integriert in dem Team ist er schon eigentlich seit Beginn an. Also ich erinnere mich, als wir die Eröffnung vom MMA Spirit hatten, bin ich sofort mit Saba ins Gespräch gekommen und kurze Zeit später haben wir auch schon zusammen trainiert. Also integriert ist der Saba schon von Anfang an und ich bin auch sehr davon überzeugt, dass er eine große Zukunft im MMA haben wird, weil er einfach extrem schnell das Ringen mit dem Boxen und dem Jiu-Jitsu verbindet und ich freue mich schon drauf auf seine nächsten anstehenden Kämpfe. Ja, sein Profidebüt ist ihm ja bei der jüngsten Mixfight-Gala ja schon mal ganz gut gelungen. Ja, genau. Erste Runde Rear Naked Choke. Ja. Hast du ihm da auch ein paar Tipps gegeben, hoffentlich? Anscheinend scheint der Rear Naked Choke bei euch ja ein bisschen Mode zu sein momentan. Ja, wir haben einfach super Trainer, die einfach die Situationen, die im Kampf entstehen können, optimal analysieren und eben auch im Training uns optimal darauf einstellen. Also gerade die Positionen, die häufiger entstehen aus dem Sprawl heraus oder aus der Side Control, wenn sich einer auf die Knie dreht, haben wir wirklich sehr, sehr oft trainiert. Jetzt muss ich da, du bist ja bei Bellator unter Vertrag, aber ich muss dich jetzt ganz kurz noch auf die andere große amerikanische Organisation ansprechen, und zwar die UFC, die ja in wenigen Wochen, also beziehungsweise übermorgen in 2 Wochen in Deutschland veranstaltet. Bist du da vielleicht jetzt auch ein bisschen enttäuscht, dass du jetzt da nicht im Programm stehst? Hättest du da doch auch gerne mitgekämpft in Berlin? Überhaupt nicht. Also ich muss sagen, ich bin extrem zufrieden mit dem Vertrag bei Bellator und vor allem auch mit dem Turniersystem. Das habe ich ja schon mal gesagt. Es gibt keine Veranstaltung auf der Welt, bei der ich in den 3 Monaten 3 Kämpfe bekommen hätte und in so kurzer Zeit und direkt als Titelcontender im Raum gestanden hätte. Das hätte mir keine andere Organisation bieten können. Und ja, wie auch schon in vielen Interviews früher habe ich gesagt, ich möchte mit den Besten der Welt kämpfen. Und ja, da sehe ich mich auch. Also ich sehe mich bei Bellator um den Gürtel kämpfen und das war immer mein Ziel.
Okay, da bin ich ganz ehrlich, das überrascht mich ein wenig, aber also die meisten Kämpfer sagen ja, dass die UFC ihr absolutes Maximalziel ist, einfach weil die ja den größten Namen hat, aber deine Argumente sind auf jeden Fall nachvollziehbar. Wenn du jetzt dann eben bei Bellator weiterhin kämpfst, dann nehme ich an, dass man dich sobald nicht mehr in Deutschland antreten sehen wird, oder? Nicht, wenn Bellator nicht nach Deutschland kommt, nee. Das wäre doch mal eine Möglichkeit. Das kannst du doch Björn Rapney doch mal vorschlagen, weil hier gibt es ja Ja. genügend gute Kämpfer, die sich da in so einem Turnier ganz gut machen würden. Auf jeden Fall, ja. Und Muss ich vorschlagen. den Kampf gegen Ruben Crawford, ich glaube, den wollen wir in Deutschland alle noch irgendwann mal sehen. Ja, gut, jetzt sind wir auch in unterschiedlichen Gewichtsklassen. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwann möglich ist. Wenn man jetzt mal in deine Bilanz guckt, dann steht da dein erster Kampf, der bei Sherlock zumindest verzeichnet ist, dein erster Profikampf, ist aus dem Jahr 2002. Seitdem hat sich ja doch einiges getan in der deutschen MMA-Szene. Wie hast du diese Veränderungen oder diese Entwicklung miterlebt? In meinen Augen ist das Verständnis der Leute viel, viel besser geworden. Also gerade wenn ich in meinem familiären Umfeld und Freundeskreis das betrachte, haben die Leute mittlerweile einen Blick dafür bekommen, was im Boden passiert. Und das hilft dem Sport extrem weiter. Eben dadurch, dass das größte Missverständnis immer dadurch entstanden ist, dass im Boden Schläge erlaubt waren, ist das dadurch ein bisschen aufgeklärt worden. Dadurch, dass eben die Leute mehr und mehr verstehen, dass jemand, der in der Rückenlage auch eben den Kampf beenden kann und auch Angriffe starten kann, wird es immer mehr als Sport gesehen und ja, die Leute verstehen einfach das Gesamtbild vom MMA viel, viel besser. Was meinst du, wie weit kann sich der Sport noch entwickeln in Deutschland? Also wir haben ja immer noch kein MMA im Fernsehen und so wie ich das jetzt mitbekommen habe, sind jetzt auch die Ticketverkäufe der UFC in Berlin, naja, ich sag mal so ein bisschen hinter den Erwartungen noch zurückgeblieben. Ja, ich denke natürlich, oder ich bin davon überzeugt, dass wenn wir MMA im Fernsehen hätten, dass natürlich noch viel mehr Aufklärung erfolgen würde und noch dementsprechend noch mehr Verständnis und Enthusiasmus für den Sport entstehen würde. Weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist halt die, dass je mehr die Leute den Sport verstehen, desto mehr entsteht auch so, ja, so eine Liebe für den Sport und eine Begeisterung eben, ja. Und ich denke, wenn man das eben durchbekommen würde, dass es im Fernsehen gezeigt wird und ja, die Leute sehen, was wirklich hinter dem Sport MMA steckt, wie viel Arbeit, wie viel Technik, wie viel Taktik der Profisport MMA beinhaltet, dass es eben dem Wachstum von MMA in Deutschland sehr, sehr gut tun würde. Wie ist da bei euch in Frankfurt das Verhältnis zu den Medien? Wir haben eigentlich ein ganz gutes Verhältnis zu den Medien. Ich habe auch schon mehrere Interviews in regionalen Zeitschriften gegeben und ich kann nur positiv darüber reden, ja. Okay, das finde ich sehr gut. Also ich kann mich noch an einen Artikel über euch erinnern, beziehungsweise das war vom Unispiegel, glaube ich, über Vlado Sikic, der war unter aller Kanone, um es Ja, mal so zu sagen. der war nicht so gut, ja, das muss ich sagen. Aber eben auch die Frankfurter Rundschau hat mit mir einen Bericht gemacht. Der war sehr, sehr gut. Und ja, wir haben eben auch sehr, sehr viele positive Berichte. Auch jetzt nach deinem Turniersieg schon? Also es sind da die Medien auch an dich schon herangetreten? Also ich habe zwei Interviews für die jetzt nicht für die regionale Presse gegeben, sondern für Amerika. Aber ich denke, da wird bestimmt noch was kommen. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall in diesem Zusammenhang auch alles Gute dafür. Ich denke, ihr seid mit eurem Team und auch mit den Kämpfern, die ihr da im Team habt, auf jeden Fall ein gutes Aushängeschild für den deutschen MMA-Sport. Und hoffe, dass ihr da, ja, ich sag mal so ein bisschen eine Vorreiterrolle einnehmen könnt, um diesem so schönen Sport weiterhin diesem schönen Sport einfach die Beachtung und auch die Begeisterung zu verschaffen, die er verdient in Deutschland. Auf jeden Fall, das versuchen wir jeden Tag. An dieser Stelle bin ich für meinen Teil heute durch. Die letzten Worte gehören wie immer dir. Ja, wie immer würde ich mich sehr, sehr gerne bei meinen Sponsoren bedanken. Olymp,
Top Ten und dem MMA Spirit. Und ganz, ganz vielen Dank an meine Fans, an meine Familie, an meine Freunde und mein ganzes Team für die ganzen lieben Nachrichten und Glückwünsche vor und nach dem Kampf. Es war wirklich extrem viel positive Energie, die da rübergekommen ist. Ohne euch wäre ich nicht dort, wo ich heute bin. Vielen, vielen Dank. Daniel, vielen Dank, dass du dir für mich da die Zeit genommen hast und für unsere Zuhörer. Ja, wir hoffen, dass es bald zu deinem Titelkampf kommt. Gegen wen spielt ja dann auch keine Rolle. Wir drücken dir auf jeden Fall da die Daumen und alles Gute nach Frankfurt. Okay, vielen Dank. Danke dir. Das war's für heute von Ground and Pound Radio. Wenn ihr weiterhin über alles Wichtige von uns informiert bleiben wollt, dann gebt uns ein Like auf Facebook bei der Seite GNP Radio, abonniert unseren Channel auf YouTube, auch GNP Radio, oder followt uns auf Twitter unter dem Account @GNP Radio. Kauft das Ground and Pound Journal und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Ground and Pound.